Willkommen zu einem neuen Video auf dem Server TireGhost. Ich sag mal, ja, das wird dann der erste Part sein. Im letzten Video habe ich erklärt, was ich genau vorhabe. Und ja, mit dem 35er werden wir erstmal versuchen, ein bisschen Startkapital aufzubauen, um dann demnächst mal ein Handelsprojekt zu starten, wo wir dann auch nebenbei her farmen können. Ich habe mir dann noch eine Verzauberung auf direkt gemacht. Es sind halt nur leider 5 Kraft des Feuers drauf gekommen, aber oben in der Klammer sieht man ja, sind ja nochmal extra 24 AW. Ich weiß gerade nicht, wie selten sowas ist, dass man sowas bekommt, weil die Werte sind ja jedes Mal unterschiedlich. Und ja, dann haben wir uns mal Map 2 gewidmet und eine kleine Equipment-Übersicht, was der Schaden so alles hat. Den Alchi-Ring. Das Equipment, ich sag mal, die Rec ist gut, die Rüssi ist gut, Armband und Ohrringe. Und haben dann eigentlich fleißig Metinsteine gefarmt. Das habe ich eigentlich auch alles immer live getan auf Twitch. Bin da jetzt mittlerweile jetzt auch öfters mal live. Und haben stumpf 35er Metins, 30er und 25er Metins gefarmt. Und ja, das ging eigentlich relativ flott. Ich sag mal so, ich farm dann so 1-2 Stunden und hat dann schon gefühlt 2 Seiten voller FBs. Die Steine bunkere ich erstmal vorerst. Da werde ich bestimmt irgendwann mal erzen gehen. Und ja, hier haben wir dann den Laden beschmückt mit den ganzen Sachen. Und ich muss ehrlich zugeben, als ich die Sachen dann reingestellt habe, das war dann nach Streamende, das war gegen 0 Uhr ungefähr, habe ich die Sachen reingepackt. Wurden schon ein paar Sachen rausgekauft, erstmal nur Kleinigkeit natürlich. Das war dann irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, 1-2 Minuten, weil ich die Sachen nachfüllen wollte, weil ich die ganzen Sachen im Lager hatte, rausgepackt und ja, alles reingestellt. Da habe ich zu dem Zeitpunkt die VWKs, also die Wilder Gebner VWKs, für 10k verkauft. Habe ich jedes Mal gewundert, warum die direkt mal rausgekauft worden sind. Sind aber tatsächlich 18k pro Wert. Genauso wie so Aura-FBs, Klinge-FBs kosten einfach 18k und die werden einfach gekauft. Und die anderen FBs auch, sowas wie Segen-FB, Hilfe des Drachens, geht auch locker easy für 3 bis 4k weg. Furcht-FB geht für 4,5k weg. Und die anderen FBs, also ich sag euch, ihr könnt einfach jedes FB einfach verkaufen. Und ja, da haben wir dann wieder ja im Laden 130k drinnen. Also der war nach einem Tag, war gefühlt der ganze Laden leer, waren glaube ich nur noch 5 FBs drinne. VWKs waren noch eine da, das war die Infaristen VWK heißt die glaube ich. Die habe ich ja für 3k reingestellt und die gingen auf jeden Fall ja nicht so gut weg, aber die Wilder Gebner VWKs gehen sehr gut weg. Also ein kleiner Tipp auch, wenn ihr da rumläuft auf Map 2, immer die Sachen aufheben, sowas wie Sunzi, Wuzi, die ganzen Kriegsbücher. VWKs habe ich schon bestimmt schon 10 Stück aufgehoben. Und das waren halt wieder ergebene VWKs. Sind auch mal gerade mal fast knapp 2 Wonnen. Und ja. Steine habe ich immer fleißig mit aufgehoben. Und ja. Seht ihr gerade, dass ich da ein Stück Edelstein aufgehoben habe. Und dann habe ich nochmal einen Clip mit reingenommen. Das war gestern, wo ich live war. Leider ohne Ton, weil da irgendwas nicht gestimmt hat mit Urheberrecht und so. Aber ja, hier habe ich ein VMS gedroppt. Habe ich mal mit reingenommen. Nachher heißt es dann, nö, du hast es dir irgendwie selber zugesteckt. Aber ja, 37 DSS VMS gedroppt. Haben wir dann für 5 Wonnen dann auch reingestellt. Ja, also wenn der weggeht, auf jeden Fall sehr nice. Haben wir ein bisschen mehr Startkapital fürs Handelsprojekt. Aber ich sammle auch fleißig 34er Rüssis auf. Denn ich will die auf Masse appen. So meinetwegen 200, 300 Stück von plus 4 an bis plus 9 durchbrettern. Hab dann gesagt, okay. Aufhebepad habe ich noch ungefähr 4 Tage. Lass ich den mal hier laufen. In der Reckwiese. Ja, und dann circa nach 8 Stunden haben wir schon über 200 ESO-Fibeln. Einige Recks gehabt, aber die waren jetzt nicht, ja, alle Schrott, sage ich mal. Keine guten Werte dabei. Haben den Laden nochmal geöffnet und sehe da, wir haben einfach 5 Wonnen und 457k im Shop. Das war, ja, schon nice für ein bisschen Map 2 Farm. Ich hab echt nicht viel gefahren, muss ich sagen. Kriegt man auf jeden Fall einiges zusammen.
Also besser als erwartet. Und ja, die Rex habe ich schon mal auf plus 6 gemacht. Dann erspare ich euch mal das Geappe auf plus 6. Und heute Abend wird es super Meetings geben. Da werde ich auch Map 2 farmen. Und das Ganze werde ich auch streamen. Das Event fängt an von 20 bis 0 Uhr. Ich denke mal, dass ich ab 20 Uhr, 21 Uhr live gehe. Und dann farmen wir bis 0 Uhr die Supersteine. Und bereiten quasi schon mal die nächsten Sachen vor, die ich vorhabe für die 34er-Rüssis. Denn ich möchte sehr viele davon hochappen. Und dann wäre so das nächste Ziel, Nebenchars fähig zu kriegen für Cores. Hier seht ihr mal einen kleinen Einblick, da wie ich da die Rüssis auf plus 4 appe. Die nehme ich einfach jedes Mal mit auf Map 2. Und ja, irgendwann werden die plus 9 geballert. Die Nebenchars mache ich dann, denke ich mal, heute Abend, morgen fertig, je nachdem, wie ich da Zeit zu finde. Und dann werde ich auch irgendwann 40er-Chars hochziehen und mir dann die ganzen 34er-Rüssis, wenn ich sie geabt habe, auf plus 9 zu bonieren. Und dann mache ich sie fertig mit halbwegs okayen Boni, sagen wir mal, weiß nicht, 15 Feuer oder so. Dann können wir den auch direkt verkaufen. Und dann würde ich schon, glaube ich, anfangen zu handeln. Dann müsste ich bis dahin locker so 20 bis 30 Won haben. Und damit kann man, denke ich mal, ganz gut handeln. Und nebenbei schön fleißig farmen und zeige euch dann, welche Farmmethode man anwenden kann, um was Bestimmtes zu farmen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Anderthalb Monate noch bis zum nächsten Serverstart auf dem Temporen-Server. Darauf freue ich mich echt. Sind eigentlich schon eine relativ große Truppe, die am Start ist. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Wenn ihr Tireghost-Codes benötigt, um hier drauf zu zocken, könnt ihr gerne auf meinen Discord gehen. Da wird auch momentan ein bisschen umgebaut. Falls ihr da Ideen habt, haut's gerne in die Kommentare rein, was man da noch am besten umändern kann. Ich will da, glaube ich, noch ein paar Guides reinhauen. Aber ja, ist gerade in Umgestaltung der Discord-Server. Wie gesagt, wenn ihr Codes benötigt, schreibt mich an. Ihr bekommt sicherlich zwei, drei Codes von mir. Und ja, Laden haben wir immer fleißig gefüllt. Off the Shop hat jetzt noch 17 Stunden. Da muss ich dann, denke ich mal, welche wieder nachkaufen. So, weiß ich nicht, für. Ja, ich überlege auch, ob ich da vielleicht zwei Shops machen werde. Aber ein Shop sollte eigentlich ausreichen. Aber je nachdem. Ich schaue mir das mal an. Und dann sind wir schon zum Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.